Einen großen Dank an euch, ja, an alle, die das Thema 135 stumme Zeugen unterstützt haben und vor allem auch an diejenigen, die in Hannover vor Ort waren. Ja, denn viele Follower und viele Menschen haben Anteil genommen, zusammen mit der Familie Ort in Hannover, bei der Konferenz der Justizminister. Und wenn ihr glaubt, dass von denen einer rübergekommen ist und sich das Ganze angeschaut hat, nein, natürlich nicht. Ja, ich habe gestern ja noch ein paar Fotos von Christopher gepostet, die er gemacht hat, sehr eindrucksvoll, wie ich finde, wo man die Staatskarossen sieht, die dort bei den Installationen vorbeigefahren sind, aber niemand von offizieller Stelle hat sich auch gestern Zeit für die Familie genommen, die ihre Tochter bei der Flutkatastrophe Ahrtal verloren hat und dort stellvertretend für viele andere Flutfamilien standen. Tja, ihr habt mit Inka Ort gestern noch Kontakt gehabt, also ich soll auch da herzlichen Dank ausrichten und wir bleiben auf jeden Fall auch weiter mit dabei und informieren euch darüber, wo die nächste Aktion stattfinden wird. Und so viel sei gesagt, es wird nicht enden, es wird immer weitergehen, bis endlich der Justizskandal aufgedeckt wird und ein ordentliches Gerichtsverfahren auf den Weg gebracht ist. Und wir hoffen alle, dass es funktioniert, man kann die Familie immer noch unterstützen. Ja, euch erstmal einen wunderschönen guten Morgen, bevor es bei mir gleich losgeht, gerade Check hier. Bei mir vor Ort am Keuteich. Die Jungs und Mädels schwimmen. Die Sonne kommt hier so langsam um die Ecke rum bei uns. Und naja, verspricht ein vielversprechendes Wochenende zu werden. Ich hatte gestern auch viel Kontakt mit Flutbetroffenen. Habe auf der Seite Baustoffspenden NRW-RLP Hilfsangebot auch nochmal von Dennis Brandt einen Beitrag geteilt. Die machen sich auf den Weg ins Flutgebiet und zwar in Richtung Bayern. Also schaut euch den Beitrag der Dachzeit nochmal gerne mal an. Tobi Schott wird ja auch mit unterwegs sein. Ich denke mal, Theo Huber, den Quatschemacher auch, die kann man auch noch unterstützen. Mit Men, mit Woman Power, mit Spenden, mit Unterstützung, mit Material und allem. Also ein wichtiges Thema in der heutigen Zeit, Menschen zu unterstützen. Und ja, momentan, ich setze euch gleich hier ein paar Beiträge noch drunter, unter anderem von der Bild-Zeitung. Da geht es nochmal um das Thema Versicherung im Flutgebiet. Das ist was, was generell viele von uns betreffen kann in den nächsten, ja, Monaten und Jahren, wenn man irgendwo wohnt, wo man in Flussnähe ist oder einen kleinen Bach hat oder vom Starkregen ereilt werden könnte. Denn das Thema Versicherung ist ja eine ganz wichtige Geschichte mit dem Thema Elementarschäden. Ja, das ist ja genau ein wichtiges Thema wie das Thema Wolf. Da war der liebe Wilhelm gestern online. Den Beitrag habe ich hier auch auf der Seite geteilt. Und ja, die Frage, die ich heute früh mir stelle, ich habe eben einen Beitrag gelesen, Polizisten dürfen während der Fußball EM in Deutschland keine Deutschlandfahne tragen, schwenken oder am Auto haben. Wie ist denn da eure Meinung zu? Also wir haben hier bei uns in Deutschland, klar, die haben noch eine Trinitätspflicht normalerweise, alles klar. Aber wir haben hier eine deutsche Polizei, die darf die Deutschlandfahne nicht tragen zur EM. Eure Meinung mal hier gerne in die Kommentare. Bin mal gespannt, wie ihr reagiert. Gestern Scholz und Habe übrigens bei Maybrit Illner. War sehr, sehr interessant, wie die beiden sich zerpflückt haben. Also wer es nicht gesehen hat, kann sich das gerne mal anschauen. Und ich werde auch nachher hier nochmal einen Link mit zu reinsetzen. Und am Wochenende sind wir unterwegs, dann nehme ich euch mit. Wo es hingeht, verrate ich euch noch nicht. Aber ich hatte auch gestern noch Kontakt mit einem Flutbetroffenen aus dem Ahrtal, die auch extreme Probleme mit der Versicherung und dem Wiederaufbau haben. Da läuft also nicht so, wie es laufen sollte. Und das nach nunmehr knapp 3 Jahren. Der Jahrestag kommt ja immer näher. Wir haben jetzt schon Juni, bald ist Juli, der 14. und 15. Ja, und dann wird man sehen, was dort zum 3. Jahrestag so passiert. Ja, ansonsten Thema Wolf, auch hier bei uns in der Eifel mit dem Thema. Ich habe gehört, an der einen oder anderen Stelle hängen wohl schon Schilder Wolfsgebiet. Naja, das stimmt, keine Ahnung. Aber bin mal gespannt, wie viel da in Zukunft noch hängen werden. Wir haben da auch mal einen Beitrag geteilt. Diese Wolfsthematik-Schilder hängen ja mittlerweile an vielen verschiedenen Stellen. Also ihr Lieben, ich würde mal sagen, ich setze euch die aktuellen News und Kommentare von wichtigen Themen hier mit drunter. Schreibt mal gerne eure Meinung rein zum Thema Deutschlandfahne und Polizei. Und vielen Dank hier nochmal an alle Rettungskräfte und Einsatzkräfte, die permanent für uns im Einsatz sind. Ja, und in Deutschland mittlerweile sehr, sehr viel ertragen müssen, um uns zu schützen. Also Respekt vor denjenigen, die jeden Tag in den Einsatz gehen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns hin und später und schauen wir mal, was das Wochenende alles so bringt. Ihr seht hier oben übrigens, ist schon gestrichen. Und wenn es der späte Nachmittag noch zulässt, hier ist schon mal freigehauen, dann muss auch das restliche Deck hier noch gestrichen werden. Das habe ich bis jetzt immer noch vor mir weggeschoben. Aber vielleicht schaffe ich es ja am späten Nachmittagabend, wenn ich wieder zurück bin. Ihr Lieben, euch einen ruhigen Tag, kommt gut durch und schon mal einen guten Start ins Wochenende nachher. Die Sonne kommt raus.